Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Kulturstiftung des Bundes. Ich habe den Eindruck, Sie bleiben verschont von unseren Reden. Das kann ich gut verstehen, würde mir auch gut gefallen, wenn ich das Publikum wäre. Dennoch bin ich dankbar, dass ich zumindest per Film Danke sagen kann. Danke dafür, dass es Impulse 20 Jahre gibt. Und insofern möchte ich mich bei den Machern und bei den Geldgebern ganz besonders bedanken. Natürlich das Land und die Städte, die Teil sind. Und bei den Machern ganz besonders bei denen, die in den letzten 3 Jahren verantwortlich waren, in denen wir das auch begleitet haben als Förderer. Und Tom Stromberg, Matthias von Harz und Herrn Esch. Und ein tolles, junges, sehr agiles Team und eine Jury, die unerlässlich rumgefahren ist und die besten Sachen rausgesucht hat. Und damit komme ich natürlich auch schon gleich darauf zu sprechen, auf das Stück heute Abend. Ich habe es zweimal gesehen, es war beim Theatertreffen, Sie wissen das. Leider weine ich sehr selten im Theater. Ich würde es gerne öfters tun. Hier war es so, auch beim zweiten Mal. Es ist eine ganz wunderbare Inszenierung, aber neben dem ganzen Lob und dem Wunderbaren muss man einfach wissen, dass die freie Szene unter immer noch sehr schlechten Bedingungen arbeitet. Sie sind das schwächste Glied in unserer sehr komplexen und auch sehr, ja, eigentlich luxuriösen Ausstattung des Theaters und der Kulturszene. Es ist ganz schwierig für den Bund, hier eine Lösung zu finden. Dazu braucht es noch mehr Engagement von Seiten der Kommunen und der Länder. Und wir brauchen die freie Szene, wir brauchen die Impulse, die von der freien Szene kommt, die Kreativität und die Beweglichkeit. Ich kann es mir ohne diese Künstler überhaupt nicht vorstellen. Insofern ist mein Wunsch und meine Bitte, dass wir allesamt nach neuen Fördermodellen und nach besseren Produktionsformen uns bemühen. Und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend mit Testament und spreche meine Freude dafür aus, dass es Impulse 20 Jahre gibt und hoffe, dass es noch viele, viele Jahre weitergeht. Dankeschön.